Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie. Ja, ach Mist, jetzt habe ich... das ist der erste Gedanke, der mir kommt. Ich habe natürlich jetzt wieder vergessen, die Mod für die Pips zu installieren, also weiß ich jetzt immer noch nicht, ob das geht. Aber so rein von der Theorie her, messen wir mal aus. Das sind 5 Kacheln. Das sind auch 5 Kacheln, also das... kann eigentlich dann nur noch damit zusammenhängen, dass die Pinscherpfefferpflanzen hier halt größer sind als die Graupelweizenkörner. Aber so recht verstehen, warum das einen Unterschied macht, kann ich auch nicht, muss ich ja mal sagen. Die Samen liegen hier, die Pips sind hier. Und hier ist auch sonst keine andere Pflanze, die im Weg ist, ne? Ich wäre ja fast gewillt, es hier unten mal auszuprobieren. Da wird es dann aber wahrscheinlich gehen. Machen wir doch mal Folgendes. Gehen wir einfach mal... wir können es ja alles rückgängig machen. Zerlegen hier mal eine Leiter mittendrin und schauen, ob die da was einpflanzen. So, davon abgesehen können wir jetzt hier weitermachen, auch wenn das nicht die Priorität sein sollte, aber... ja. Machen können wir es trotzdem ja schon. So, ja, also das, wie gesagt, ich habe vergessen, die Mod zu installieren, aber da sollten wir zeitnah weiterkommen. Das hier ist alles noch auf Prio 7. Was ich gerne heute machen würde, ist den Bereich hier fertigstellen. Da können wir auch hier das nächste machen. Setzen das auf Prio 7, damit das hier in Zukunft funktioniert. Und die Rakete würde ich gerne fertig machen, die für die Erkundung da ist. Julian hat 566, der hat also noch ein bisschen was vor sich. So, hier müssen wir im Grunde die große Geschichte hier unten umbauen. Ich überlege halt gerade noch, ob das noch sinnvoll wäre, das hier schon ausgraben oder ne, eigentlich wäre es ja schlauer, wenn die Beaters das machen, oder? Ja. Naja, das lassen wir mal so, wie es ist. Wasserpumpen hier funktioniert, denke ich, oder? Ja. Das läuft auch. Das mit der Erdeproduktion hier. Klappt auch alles. Ich mache vielleicht mal vorübergehend hier die Tür dicht. Dass wir mal sehen können, was da so an Erde bei rumkommt. Der verschmutzte Sauerstoff hier, ne, das ist eigentlich egal. Der ist inaktiv. Der ist auch inaktiv. Das heißt, da passiert alles gerade nichts. Das, was ich hier noch machen wollte, war ja im Grunde hier... ja, wir können hier mal so ein paar Sachen machen. Also fangen wir mal an, hier eine Querverbindung zu schaffen, dass der Wasserstoff auch hier rüberziehen könnte. Auf welcher Höhe baue ich hier die Ziegel, um... den Bereich abzugrenzen. Ja, das würde ich schon dann hier machen. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Material, aber hier gibt es noch viel Granit. Dann würde ich das aus Granit machen. Isolierte Ziegel brauchen wir dafür nicht. Also würde ich hier hergehen und das mal als Grenze festlegen. Das machen wir einmal so. Ja. Dann haben die einfach auch wieder ein bisschen was zu tun. Darum ging es mir jetzt vorrangig. Sonst dümpeln die da nur rum und es passiert im Grunde gar nichts.
das hier ist. Ich denke hier, ja, das habe ich mir gedacht, da kann ja auch eigentlich noch nichts passiert sein. Aus dem einfachen Grund, weil das 5er Aufträge sind und ich hier die ganze Zeit andere 7er Aufträge verteile. Aber ist auch in Ordnung. Muss einfach auch mal ein bisschen Geduld haben. So können wir uns auch hier ein bisschen umschauen, was wie wo noch passiert. Also hier oben sammelt sich recht viel Wasserstoff. Den könnten wir dann vielleicht nochmal nutzen. Das hier ist ja inzwischen überflüssig. Das können wir abbrechen, den Auftrag. Hier braucht es noch eine Kühlung. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Müsste ja hier eigentlich, müssten wir unsere Kühlleitung hier nach oben verlagern, ne? Aber ich will jetzt nicht noch mehr Aufträge. Ich möchte mich ein bisschen umschauen. Oh, Mensch, sogar das Wasser hier wird wieder... der Dampf wird wieder zu Wasser. Ja klar, weil sich das Rohöl in immer mehr Ziegeln immer mehr abkühlt, ne? Ist eigentlich logisch. Da war wieder ein Auftrag, der irgendwo gelandet ist. Da ist er schon mal nicht gelandet, das ist gut. Erneut kein Strahlenschlucker. So, auch hier wurde nichts gepflanzt. Also das bestärkt mich dann eigentlich in der Theorie, die ich hier hatte. Dass ich das zwar nicht verstehe, also die einzige logische Erklärung für mich ist, die Pflanzen sind halt größer und dass das das Entscheidende ist. Wobei, ich verstehe es trotzdem nicht. Hier können wir nochmal das, was da im Weg ist, aufwischen. Das hier funktioniert. Ich stelle den aber jetzt mal um auf nur beim Umräumen, weil da ist jetzt für recht viel Glas Sand drin und da müssen wir dann auch nicht noch extra irgendwas machen. Mit dem veredelten Kohlenstoff haben wir sowieso passend eingestellt und Keramik produzieren wir ohne Ende. Das können wir auch eigentlich so lassen. Dass hier 9 Tiere drin sind, ist auf jeden Fall zu viel. Oh, geht das gar nicht? Oh doch, okay. Achso, der kommt an das eine nicht ran. Ah. Okay, aber nichtsdestotrotz. Okay, die sind jetzt nicht mehr eingeengt. Aber sobald das nächste hier wieder schlüpft, gibt es wieder ein Problem. Aber das Problem war, dass wir hier Tiere hatten und die dann überhaupt Eier legen konnten. Ne? So. Das ist gleich fertig. Da muss ich da gleich nochmal eben drauf achten. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber ja, die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben. So, wie schaut's hier aus? Ganz gut, wobei da kommen wir so gar nicht ran. Das
Gleiche Probleme haben wir hier. Zyklus ist schon wieder rum. Ist denn die Leitung gefüllt? Ja, okay, dann würde ich den hier jetzt auch mal ausschalten. Weil das, was wir da jetzt in dem Kreislauf drin haben, ich glaube nicht, dass der nochmal tatsächlich größer wird, sondern das wird etwas wieder die Größe beibehalten. Um hier mal weiterzukommen, stelle ich das auch mal auf 7. Dass es zumindest die gleiche Priorität hat wie die Sachen unten, sonst zieht sich ja wirklich auf unendlich lange hin. Wie weit ist Julian? Der wird uns hier jetzt natürlich auch helfen. Immer noch 5. Ach, wir haben kein Plastik mehr. Oh. Okay, dann darf Julian zurück. Zieht bitte noch schnell den Schutzanzug an, damit er sich nicht verbrennt. So, das dürfte jetzt auch noch mal ein bisschen Hitze hier geben, ja, wobei das war überschaubar. Jetzt geht's, okay. Teilen wir mal munter weiter die Aufträge. Ach genau, das wollte ich mir auch mal hier anschauen, weil wir lassen hier ja immer Sauergas raus, aber das scheint einfach zu verschwinden. Ah nee, doch, hier unten ist doch was, okay. Ja, da habe ich nichts gesagt, weil hier kommt die ganze Zeit was raus, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe hier nichts. Und durch die Leitung kommt nur Sauergas. Also ist wahrscheinlich so wenig, dass es da einfach wieder verschwindet. Das ist natürlich auch schwierig zu erreichen, der Bereich hier, ne? Können wir die Tür mal offen lassen? Hilft wenigstens ein bisschen. Ich würde halt liebend gerne an ganz vielen Stellen hier ganz viel machen, aber es ist ziemlich sinnbefreit, noch überall mehr Aufträge zu verteilen. Oder wir nehmen halt mehr Duplikanten an, aber das ist auf Dauer auch nicht clever, das zu tun. Was halt gut wäre, wenn wir noch mehr Sachen automatisieren, aber ich kann jetzt hier eigentlich noch keine Automatisierung, also keine Transportsachen bauen, weil ich noch nicht weiß, ob das hier so funktionieren wird oder ob wir das nochmal umbauen müssen. Auf der anderen Seite, eigentlich weiß ich, dass was hier passieren muss. Okay, das sollte hier niemand benutzen. Das ist halt die Rakete, mit der Conny unterwegs war, ne? So, jetzt müssten wir in dieser hier einmal das Oxalid rauslassen und räumen hier nochmal ein bisschen Plastik ein, aber ich glaube nicht, dass wir 2 Tonnen brauchen, aber ich nehme sie mal.
aus. Eigentlich ist doch das, was wir als letztes brauchen, ne? Vielleicht machen wir erstmal diese Sachen hier. Ah, Shift-Click, okay. Glasproduktion würde ich jetzt erstmal wieder runterfahren, weil ich glaube, das, was wir jetzt hergestellt haben, 3,8 Tonnen, da kommen wir erstmal wieder mit zurecht. Das stelle ich auch mal runter, weil Keramik sollte momentan auch passen. Dann habt ihr mir geschrieben, Kerstin, dass Thermium zu Niob umwandeln vielleicht nicht die beste Idee ist, weil Wolframit-Wolfram eigentlich ein knappes Gut ist. Das ist jetzt in diesem Let's Play, glaube ich, Gott sei Dank nicht so. Also wir haben so jetzt schon über 70 Tonnen. Und ich vermute, dass da auch irgendwo noch wieder eine Quelle für gibt, wo wir mehr davon bekommen. Ziemlich sicher sogar. Wir bräuchten hiervon eigentlich auch gleich noch eine zweite Rakete zum Erkunden, ne? Wie ist die Reichweite von der? 20 Felder. Das heißt 10 hin, 10 weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das dürfte reichen, um überall alles zu erkunden. Dann machen wir das gleiche direkt nochmal. Also ein großes Petroleumtriebwerk. Dann gibt es darauf das Raumfahrermodul. Darauf gibt es zwei große Flüssigtreibstofftanks. Einen großen Feststoffoxidatortank. Und dann könnte ich variieren. Ich würde hier auf jeden Fall ein Rover-Modul reinbauen, falls wir an einem Asteroiden vorbeikommen, den wir noch nicht gefunden haben. Dann können wir da direkt einen Rover abschießen. Außerdem würde ich auch ein orbitales Frachtmodul reinbauen, damit wir dann noch mehr Fracht abschießen können. Wir produzieren 480 Watt, das heißt... Okay, ich kann es wahrscheinlich noch nicht bauen. Weil das nicht weiterbauen, weil das Triebwerk noch nicht gebaut ist. Das ganze Niob. Achso, das ist das, was aus dem Frachtmodul rausgefallen ist, ne? Ja. Forschung abgeschlossen. Okay, das ist jetzt das Teilchenblitztriebwerk. Das würde ich hier noch nicht so bauen. Weil wir dafür die Teilchenblitze einfach noch nichts haben, dass wir es effektiv nutzen können. So, jetzt kann es hier weitergehen. eine Batterie wollte ich bauen, genau. Dann brauchen wir noch eine Spitze. Und dann haben wir nur noch zwei Felder frei. Ein kleines Gasmodul ist drei Felder hoch. Ne? Das geht leider nicht, sonst könnten wir darüber die Sauerstoffgeschichte machen. Dann baue ich mal ein Solarmodul noch ein.
Und bauen wir noch ein Artefakt? Ne, das geht ja nicht ohne. Wir bauen noch ein Solarmodul. Okay, dann können wir als nächstes auch das hier kopieren. Obsidian ist aus. Dann müssen wir uns da auch um Nachschub besorgen, weil wir müssen ja auch hier für die Leiter noch was haben und hier für die Ziegel brauchen wir es auch. Das ist vielleicht auch der Grund, warum hier gerade nicht mehr so wirklich viel passiert. Connys, das hier ist die Rakete, oder? Ja. Wir haben Essen drin, wir haben ja alles das, was wir brauchen. Besatzung ist nach wie vor Conny, ja. Dann flieg du bitte nochmal hierher. Das war doch der mit Obsidian, ne? Ja. Dass wir noch mal ein bisschen Obsidian holen müssen. So, dann können wir hier noch ein bisschen graben. Oh. Hier gibt es noch mal ein bisschen Niob. Das kann man natürlich auch ausgraben. Ja. Ausreichend viel Obsidian. Wie ist das denn hier zustande gekommen? War da auch Magma, die geschmolzen ist und dann zu Magmatit geworden ist, aber nicht zu Blöcken, sondern, ja, das kann sein. So, Conny ist unterwegs. Mist, hier ist kein Anzug geliefert worden. Ziehen wir den einmal aus, dann kann der dort hingebracht werden. Das Ding schalten wir ein. Das heiße Obsidian bringe ich da vielleicht besser nicht rein, aber das stellen wir dann in dem Frachtmodul ein, dass wir es damit transportieren können. Ja. Ja. Oh ja, hier gibt es ein bisschen Eisen, das könnten wir uns eigentlich auch mal abholen, aber alles gleichzeitig geht nun mal auch nicht. Sich hier im Innenraum schon was getan? Ein bisschen, ja. Müssen wir vielleicht mal schauen, Rückwandobjekte, dass wir die abbrechen, dass die nicht gebaut werden. Also die Pixel Packs im Grunde. Oh. Leckermaus. Was hat die denn nochmal für Eigenschaften? Ach ja, genau. Den wächst so ein Stachel. Tonikumwurzeln. Tonikwurzel, ja.
kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, auf das Ganze. Wir haben ja noch viel Zeit. So, drückt die Daumen für einen Strahlenschlucker. Na, natürlich nicht. Aber 3 Tonnen Kohle. Ja. Leuchtnymphen-Eier wären sicher auch ganz cool gewesen, aber 3 Tonnen Kohle finde ich auch gut. Was wir mal ausprobieren könnten, wenn hier gleich die gebaut sind, dass wir hier unten auch Pips herbringen. Um zu schauen, ob es hier funktioniert. Wenn das so ist, dann müssten wir halt das alles nochmal neu bauen hier, ne? Oh Gott. Aber das möchte ich nicht machen, ohne das mir einmal wenigstens mit der Mod angeschaut zu haben. Wie weit ist der gute Conny? Ach Gottchen, das dauert noch. Oh, wir haben doch genügend Obsidian. Bin ich ja jetzt erstaunt. Kommt das denn noch her? Oder haben wir noch irgendwo hier was, wo wir ausgraben können? Hier ist noch was. Hier auch noch. Oh, dann... Ja, das reicht auch hier unten. Das ist natürlich auch noch jede Menge, aber da möchte ich gerade noch nicht ran. Da ist noch was, da ist noch was, da. Okay, also wir hätten noch genügend Obsidian hier, aber jetzt ist Conny unterwegs. Dann soll er das Ganze auch zu Ende bringen. Haben wir vielleicht kein Aluminium mehr? Ich kann ja nochmal hier ein bisschen was produzieren. Brauchen wir eh noch eine Menge. Was macht denn genau? Das fällt mir gerade wieder ein. Was macht denn unsere Wassergeschichte? Okay. 36 Grad ist natürlich so gerade eben zu warm. Aber noch passt es dort. Ja, hier müsste ich ja jetzt auch die Temperierung für die Pinscher-Pfeffernüsse bauen. Aber das können wir uns eigentlich auch schenken. Dann werden hoffentlich hier welche hergebracht. Also wenn wir hier noch umbauen müssen, muss ich da jetzt nicht anfangen, das zu temperieren. Das ist ja ziemlich simpel. Wäre ja Quatsch. So, Conny ist gelandet. Der liegt hier auch direkt los. Perfekt, dann stelle ich hier jetzt einmal ein Rohmineral Obsidian. Und dann muss ich auch nicht anfangen, irgendwelche anderen Experimente zu machen. Machen wir mal erst dort. So, Niob können wir hier natürlich auch einstellen, oder?
Seltene Ressource. Nuke. Dann fangen wir doch mit den Sachen hier an. Klar, jetzt wird erst gegraben, aber das ist auch in Ordnung. So, da ist der erste Abschnitt fertig. Da will ich dann jetzt hier so weitermachen. Da die Priorität für die Ziegel höher, damit das zuerst gemacht wird. Das gleiche. So, und das hier könnten wir doch auch ziemlich simpel hinbekommen, dass wir hier alles fertig machen können. Einmal so. Dann können wir nämlich das alles von dieser Seite aus bauen. Ja, oder wir machen es so, dass wir das von oben aus bauen. Und das ist auch dumm, dann laufen die ständig durch die Tür durch und da strömt Wasserstoff aus. Nee. Dann würde ich noch eher sagen, wir machen es von da. Achso, Conny. Entschuldigung. Natürlich darfst du die Sachen hier benutzen. Die Sauerei werde ich jetzt trotzdem aufwischen müssen, weil die... Ja, die haben wir jetzt hier. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, da müssen wir halt hier... Quatsch, da nicht. Weil da haben wir ja die anderen Ziegel. So. Dann dürfte das so komplett zu bauen sein, ne? Schnell raus mit euch. Ich hoffe, ich krieg Akosia noch gerettet. Ah ja, okay. Hui. Stimmt, eine kleine Todesfalle gebaut, ne? Achso, jetzt kriegen die natürlich alle auch Verbrühung, weil die in dem Ding hier ihren Schutzanzug ausgezogen haben. Die liegen jetzt hier alle. Ich denke, es ist eine gute Idee, die mal alle hierher zurückzuholen. Akosia, Darth Vader, Moasta und Mr. Snoozle. Kuriert euch erstmal vernünftig aus. Oh Mann. Das habe ich wieder nicht sehr gut gemacht. Den hier lasse ich mal mit Oxylit füllen. Ich mache jetzt mal hier
10 Tonnen rein, weil das ist eine Rakete, die auf weitere Reisen geht. Da würden sicherlich auch 5 Tonnen reichen, aber ja, warum nicht? Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, da ist tatsächlich jetzt eingepflanzt worden. Okay, also muss ich das hier nochmal umbauen. Ich werde mir aber das mit der Mod machen, um zu schauen, wie weit der Abstand ist. Und ärgere mich gerade schwarz darüber. Naja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, lasst gerne ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.